noch mal auf die Delegitimierung des Staates kommen. Wie beurteilen Sie eigentlich diesen Begriff aus Haldenwangs Werkzeugkasten? Was soll das eigentlich sein? Und wenn es kommen sollte, oder es ist ja da, wie will man rechtsstaatlich dagegen vorgehen? Wie will man es eigentlich kontrollieren? Wie will man es durchsetzen? Es geht nicht, weil es diesen Begriff rechtlich sowieso nicht gibt. Und dieser Begriff auch politisch äußerst fragwürdig, vorsichtig formuliert, äußerst fragwürdig ist. Was heißt das delegitimiert? Delegitimieren. Man könnte eigentlich umgekehrt sagen, wenn Herr Haldenwang das tut und vertritt, wie hier in dem entsprechenden Artikel oder auch wohl teilweise auch in der Praxis seines Amtes, er delegitimiert die Meinungsfreiheit. Er delegitimiert das eben zentrale demokratische Grundrecht der Bürger, die Meinungsfreiheit. Indem er eben erklärt, das unterhalb des Strafrechts müsse man auch kontrollieren, beobachten und gäbe es keine Legitimation. Da ist das Problem, aber nicht da, wo er es behauptet, gefunden zu haben. Warum glauben Sie, macht Thomas Haldenwang so etwas? Er ist derjenige, der dazu da ist, qua Jobbeschreibung unsere Verfassung zu schützen. Warum tut er so etwas? Ich kann das nicht beurteilen letztlich. Ich kenne ihn ja auch nicht persönlich, was ihn bewegt. Was mich etwas stutzig werden lässt, ist allerdings, dass die Innenministerin, Frau Faeser, die ja die Aufsichtsbehörde über Herrn Haldenwang und seine Behörde ist, dass von Frau Faeser kein Wort der Distanzierung, um es vorsichtig zu sagen, erfolgt ist. Ich bin sogar der Meinung, dass Frau Faeser Herrn Haldenwang nach dem, was er hier gesagt hat, im Grunde nicht nur ermahnen, sondern disziplinieren, um nicht zu sagen ablösen müsste. Aber davon hört man nichts. Daraus kann man gewisse Rückschlüsse ziehen, was die politischen Einstellungen von Frau Faeser angeht. Ja, und auch die von Herrn Haldenwang, obwohl der ja, wie wir wissen, seinerzeit von Frau Merkel noch ins Amt gehoben eine, wurde. Eine aus meiner Sicht rückblickend sehr, sehr fragwürdige Entscheidung von Frau Merkel. Wir hatten damals einen hervorragenden Präsidenten des Verfassungsschutzes, das war Herr Maaßen. Maaßen war in jeder Beziehung integer, effizient und vor allem verfassungstreu. Alles das, was ein Präsident des Verfassungsschutzes zu sein hat, was Herr Haldenwang offenkundig nicht ist.